Hallo Freunde, was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Und dass ich das nochmal sagen kann, hätte ich, als ich heute Morgen aufgestanden bin, nicht erwartet, Leute. Es gibt in Black Ops 3, in einem Spiel, welches 2015 released wurde, einen neuen Spielmodus, Leute. Infiziert, ich habe selber noch nicht eine Sekunde infiziert gespielt. Mal gucken, ob es jetzt genauso ist wie damals bei MW3, Leute. Es gibt es nicht, es gibt einfach einen neuen Modus in BO3. Ich meine, guck mal, wenn es so weitergehen würde, dann ist doch klar, was Scorpion Plays für ein Kanal wäre, Leute. Ist doch ganz klar, Leute. Aber jetzt genießen wir es erstmal. Richtig geil, Alter. Schöne Runde Black Ops 3, Mann. Mit schönem, infiziertem Gameplay. Amaner, zick, zacki. Ich glaube, meine Klassen werde ich dann nicht brauchen. Soweit ich weiß, funktioniert infiziert so. Alle haben die gleiche Klasse am Anfang. Und einer wird dann zufällig infiziert. Der muss dann die anderen töten. Und wenn am Ende alle infiziert sind, dann ist es vorbei. So wie fangen eigentlich. Die gefangen werden, fangen selber. Das ist ja eigentlich so ziemlich die einfachste Regel. Ich glaube, die sollten wir alle noch kennen aus Kindergarten. Aus Kindergarten, Wallleiche! Im Übrigen, vielleicht für einige von euch interessant, bezüglich Tryhard Plus. Ich sage jetzt nichts darüber, damit ich hier nicht Werbung hinschreiben muss. Checkt einfach mal die Instagram-Story von gestern ab, da habe ich alle Infos reingetan. Für Instagram-Story-Zuschauer gibt es nämlich ein spezielles Angebot. Also, bei Instagram heiße ich @Marcel, ne? Also Marcel einfach nur. Okay, es sind also in dieser Lobby 12 Leute. Ihr seht schon, es gibt keine Teamaufteilung. Wir sind alle 12 auf einem Haufen. Allein das sieht so ungewohnt aus, Alter. Heftig, Mann, ey, das gibt's doch nicht. Es gibt einfach einen neuen Modus in BO3, das kann ich mir nicht vorstellen. Und es gibt auch eine neue Map, Leute. Bei der neuen Map werde ich ja wahrscheinlich die Tage ein Video machen oder so. Das werden wahrscheinlich sowieso schon viele machen. Aber vielleicht kann ich ja die neue Map auch nochmal zeigen. Keine Ahnung, vielleicht sogar in diesem Video noch. Wenn ihr euch gut benehmt, Leute, dann ist hier alles möglich, sage ich euch ganz ehrlich. Okay, ich würde sagen, let's go, lade mal schneller. Okay, wir haben doch Klassen, wie wir wollen. Okay, jetzt die Frage, wer ist zuerst infiziert? Oh Gott, ich verpiss mich direkt. Okay, aber gewinnen werde ich das wahrscheinlich eh nicht, weil ich kenne mich damit einfach zu wenig aus. Okay, T-Day ist infiziert. Wo ist der Typ? Der ist jetzt hier irgendwo unterwegs, Alter. Und ist absolut der infizierte Typ. Am besten sucht man sich wahrscheinlich einfach einen Platz aus, so wie hier zum Beispiel. Wo du halt kaum geholt werden kannst. Aber wo ist der infiziert? Und zumindest am Anfang ist es noch langweilig. Ach, der hat sogar Waffen. Ach so, es ist gar nicht wie damals mit Wurfmesser. Ah, okay. Geil. Immer noch der einzige Infizierte. Auch T-Day, du tust mir voll leid, Mann. Kann nicht wahr sein. Am Anfang ist es halt immer ein bisschen langweilig. Ah, der erste ist gestorben und später wird es dann spannend. Oh, ich wäre gerne eigentlich schnell infiziert, Alter. Das macht locker voll Bock mit Waffe, Mann. Absolut Battle Royale Modus reingepatcht worden quasi, Alter. Ist ja so wie Battle Royale. Stimmt. Hinter mir verfolgt mich einer und schießt rum. Zeit verlängert. Ah, es gibt auch eine Zeit. Jetzt sind auf jeden Fall schon einige infiziert. 4 Stück. Jetzt muss man sich schon ein bisschen anstrengen, glaube ich. Ja, wir machen hier eine Gang, oder? Ja, es gefällt mir. Ja, er schießt wieder auf mich, der Abonnent. Guckt euch das an, hier. Ja, ich werde deswegen infiziert. Alles klar, alles klar. Ach doch, mal doch, Ding ist nur, okay. Ohohoho! Knife ihn doch! Alter, dass das erste direkt ein Kill war, Alter, heftig. Okay, man hat also doch keine Waffe. Ach, der erste infiziert hat eine Waffe. Stimmt, so war das ja. Der erste infiziert hat eine Waffe und die anderen dann nicht mehr. Okay, wir haben jetzt noch einen, der nicht infiziert ist. Ach was, er hat... Oha, wie schlau ist das denn, Wiedereinstieg zu benutzen, Alter. Das ist heftig. Das ist ja richtig heftig. Gibt es keine Niederlagen? Auf jeden Fall braucht man Übertakten und Nachbrenner. Specialist ist jetzt die Frage. Es gibt verschiedene. Alter, stell dir mal vor, alle Infizierten kommen auf dich zu und du hast die Sense in der Hand, Alter. Boah, das wäre schon übelst geil, Mann. Oder ein Tempest oder so. Oder ein, boah, ich glaube ein Reiniger. Alter, hier ganz viele Möglichkeiten. Okay, Redwood. Okay, das ist anscheinend noch nicht die neue Redwood-Map, sondern die normale. Die Snow-Redwood-Map ist es noch nicht. Es ist nämlich Redwood als Schneemap rausgekommen, wer es nicht mitbekommen hat. Kann ich euch gleich nochmal kurz zeigen. Aber ich will auf jeden Fall auf der Map spielen. Der Kanister-Gamer ist auch back am Start hier für euch. Okay, Leute. Ich hoffe, ich bin nicht der erste Infizierte. Aber ich habe so Angst, ey, verpisst euch. Ich bin der erste Infizierte. Ich bin der erste Infizierte, Leute. Okay, das ist geil für ein Video. Das ist richtig geil. Hä? Er ist gestorben. Ich habe ihn infiziert. Wie habe ich das geschafft, Leute? Erklärt's mir. Wie habe ich ihn infiziert? Wie geht das? Er ist runtergefallen gerade. Alter, wie geil ist das denn? Boah, Alter, das wird aber ganz schön schwierig hier auf Redwood. Da hinten sitzt einer. Oh, jetzt hätte ich ihn treffen können. Du müsstest jetzt eigentlich dieses Real Quick Movement benutzen die ganze Zeit. Dass man halt die ganze Zeit slidet und was weiß ich. Hier sitzt noch einer, oder? Ja, ich wusste es. Er hat sich da versteckt, Alter. Pusti, Rami-Männe. Okay, let's go. Ach ja, im Übrigen, falls ihr euch fragt, warum ich die ganze Zeit Griechisch rede.
Ich chill nur auch mit Griechen zurzeit. Ey, komm. Er ist da oben. Er hat sich gecheckt. Nein, was? Lächerlich, ich habe mir fast den Finger gebrochen. Na, 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 na. Jawohl, den einen habe ich noch schön mitgenommen, den Reiniger. Einer noch. Der versteckt sich bestimmt irgendwo. Da. Ah! Nein! Ah, da haben wir es. Oh Gott, Leute, auf dieser Map wird das ja jetzt die Hölle. Ey, ich direkt verstecken, direkt. Er ist bestimmt der Erste hier. In MW3 konnte man das übelst kontrollieren, dass man gewinnt, weil es war ja so, dass die Gegner sich halt kaum bewegt haben. Weil sie konnten ja nicht springen und fliegen und so. Jetzt kannst du ja alles machen. Ach, mir ist es zu langweilig, hier rumzucampen. Wo seid ihr, ihr Zombies? Hier ist es so gefährlich, Alter. Hier ist es so gefährlich. Oh Gott. Ja, hier ist auch direkt jemand. Oh! Ui! Der Abonnent schießt schon wieder auf mich, ne? Guck mal, man kann nicht spielen. Das ist nicht normal. Ja, ist super, wirklich. Krass. Machst du super. Oh mein Gott, ich habe ihn so, dass alles habe ich ihm gerettet, alles. Okay, Reiniger Action, los geht's. Alles klar, das war nicht mein Kill, oder? Nein, als ob, wo hast du gecampt? Er ist so lange hinterhergelaufen, was? Ich habe ihn nicht gehört. Was? Komm, jawohl, schön. Okay, hier Leute, wir spielen jetzt nochmal hier auf Combine. Ey, komm schon, das kann nicht sein. Bitte lass mich der erste Infizierte sein, komm. Jawohl. Oh, ich hätte ihn fast outplayed irgendwie. Ich war echt, ich bin jetzt schon zweimal der erste Infizierte. Wie hoch ist die Chance? Ey, nicht so hoch, oder? Komm, ich verstecke mich jetzt. Was? Ey, das ist lächerlich, wirklich. Das kann nur bei mir sein. Das ist immer so, wenn ich jemanden knifen will. Ah, Mann, Akkoi, du. Ey, das kann nicht sein. Nein. Was? Okay, lächerlich, Leute. Lächerlich, ey. Ey, der Erste zu sein ist immer so schwierig. Jawohl, zack. Nein, ha. Ups. Ja, nein, ich wusste, dass er zurückkommt. Er bodyshootet und infiziert. Jawohl, er ist tot. Er bodyshootet und infiziert, Mann. Ah, was? Was? Komm schon, das wäre jetzt so legendär. Bitte, bitte, bitte. Ah, fuck. Ich schwöre euch, was ist das immer bei mir, wenn ich das versuche? So Leute, dann zeige ich euch mal ganz kurz die neue Map. Man muss dazu sagen bei der neuen Map, dass sie ziemlich viele Hinweise wahrscheinlich auf das nächste COD gibt. Moment, ich mache mal ein bisschen gegen Bots wenigstens spielen, damit das wenigstens ein bisschen interessant ist. Denn wir haben hier Redwood im Schnee. Erstens ist das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, dass eine alte Map genommen wird und dass sie nochmal neu gemacht wird. Ich kenne das nur, dass es dann zum Beispiel im nächsten... Erst nachgejoint, Amana, zickzack, Digga. Normalerweise kenne ich das nur so, dass man quasi einige Zeit später eine Map in ein neues COD integriert und dann sagt, es ist ein DLC. Aber jetzt kam es einfach so. Und da es eine Schneemap aus Redwood ist, haben viele gemutmaßt, es könnte sich beim nächsten COD, also bei Black Ops 4, die geben ja oft im Alten dann Hinweise fürs Neue, dass sich im nächsten COD um Folgendes handelt, und zwar um den Kalten Krieg. Der Kalte Krieg fand ja nach dem Zweiten Weltkrieg statt und geht quasi ja bis heute eigentlich. Also er hat zwar offiziell nicht mehr solche krasse Tragweite, aber es gibt schon immer noch den Kalten Krieg zwischen Russland und USA. Das hat sich damals zugespitzt, als bei der Kuba-Krise die ganzen Atombomben gezündet werden hätten können, was dann aber doch nicht so war. Und ich schmeiß die erstmal raus, weil es regt mich auf. Und deswegen, ja, also diese Zeit ist auch Black Ops 1 gewesen, so Kalter Krieg mäßig. Und das finde ich halt ziemlich, ziemlich geil. Also das wäre eine Zeit, die mir gut gefallen. Da gibt es schon einige moderne Sachen und trotzdem einige Oldschool-Sachen. Mir wird halt so gefallen, sagen wir mal, so ein relativ großer Zeitraum. Zum Beispiel ab 1970 bis 2020, so als Beispiel. Das fände ich halt richtig geil. So, Leute, also guck ich jetzt mal an, wie geil das ist, Alter. Gerade Redwood fand ich immer so schön vom Design her. Und jetzt Redwood nochmal so zu haben, Alter, guck mal hier mit einem Eiswasserfall und so. Alter, das ist schon geil. Also, die hätten sich keine bessere Map überlegen können, finde ich, um sie so in Schnee zu machen. Oder das nächste COD wird dann Snow Ops, Alter. So Snow Ops, wo jede Map nur im Schnee ist, so. Ey, das wäre auch krass, in so einem Paralleluniversum, wo zum Beispiel so eine Eiszeit ausgebrochen wäre, Alter. Wäre auch heftig, Mann. So, ich liebe Schneemaps ja sowieso. So, guck ich das mal jetzt hier an. Guck mal, wie die da... Was machen die da? Checkt das überhaupt, dass ich ihn anschieße? Nein. Okay, guck mal hier, also ich bin jetzt überhaupt nicht so ein Easter Egg-Sucher und es wird auf jeden Fall Easter Eggs geben. Da müsst ihr mal bei YouTube mal vorbeischauen, die sich dafür informieren. Ich kann natürlich jetzt auch ganz billig ein Ami-Video kopieren, aber ich habe keinen Bock drauf. Es gibt natürlich
immer auf solchen Maps Hinweise aufs nächste COD und es wird dann halt wahrscheinlich auch diesmal so sein. Wahrscheinlich dann irgendwie, keine Ahnung, ob es dann BO4 wird oder, also ich bin mir ziemlich sicher, also ist, zum Beispiel habe ich heute auch was gelesen, dass es irgendwo schon die ersten Merchandise-Verkäufe von BO4 geleakt wurden und das ist ja so ein ziemlich der einzige und wichtige Beweis, dass es dann soweit ist. Oh, Tempest ist so geil, es macht so Spaß damit zu schießen, Mann. Ich brate dich und dich auch. Also ich muss sagen, ich habe es wirklich selten gesehen, dass es auf die Art und Weise war, also dass es quasi so war, dass es einfach eine alte Map gibt und dann ist da Schnee drauf. So, ich habe das noch nie gesehen. Und ich finde das, einfach cool, weil überleg mal, das Spiel ist jetzt schon so lange draußen und die Chance, dass da irgendwas Neues reinkommt nochmal, ist halt mega gering. Wir hatten jetzt letztes Jahr im Sommer zum Beispiel noch die AN und die MSMC und so. Aber das ist trotzdem noch was ganz anderes, ey. Und es ist for free für alle. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Ist ja auch nicht selbstverständlich heutzutage. Na gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like dafür da. Würde ich mich drüber freuen, Leute. Vielleicht gibt es ja nochmal neue Inhalte für BO3. Das wäre natürlich richtig geil. Also immer wenn neuer Inhalt kommt, werde ich natürlich darüber berichten, Leute. Warte. Ah. Und euch immer auf dem Laufenden halten, weil BO3 ist ja schon echt ein sehr wichtiges Spiel für meine YouTube-Karriere und so weiter und so fort. Lasst einfach ein Like da, würde ich mich drüber freuen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.